Um das Ganze jetzt noch etwas zu interessanter zu gestalten, möchten wir jetzt aber noch ein paar mehr Sachen machen. Und zwar können wir jetzt erstes mal unsere überschüssigen Nummern hier unten löschen, indem wir sie mit Linksklick markieren und dann die Maus ziehen und jetzt auf Entfernen drücken. So, was ist jetzt noch wichtig? Natürlich der Verkaufspreis. Wir sehen, hier oben hat er jetzt direkt die Formatierung übernommen und hat die Überschrift für die nächste Spalte sozusagen sofort dick geschrieben. Automatisch und ganz von alleine. Eine sehr schöne Funktion von Excel, dass es so viele Sachen dann doch schon automatisch erkennt. Als erstes machen wir wieder Folgendes. Wir gehen wieder auf unsere Rahmenlinien. Wir erinnern uns, wir brauchen alle Rahmenlinien. Anschließend klicken wir in den oberen Teil rein, also in den Kopf unserer Tabelle, wählen dicke Rahmenlinie und danach wählen wir für die einzelnen Zellen auch noch dicke Rahmenlinie, so dass das Format sozusagen beibehalten wird. Als letzte Spalte sozusagen oder als vorerst letzte Spalte möchten wir jetzt noch den Gewinn dazu haben. Das heißt, wir klicken hier rein. Ich zeige dir jetzt nämlich einen kleinen Trick. Wir klicken auf Verkaufspreis mit Linksklick und ziehen die Maus bis nach unten. Jetzt drücken wir mit Rechtsklick auf die Spalte sozusagen hier rein, auf das Markierte und gehen auf Kopieren, klicken links daneben in den Kopf, machen wieder einen Rechtsklick und gehen auf Einfügen. Und wir sehen, jetzt haben wir zweimal Verkaufspreis. Hier klicken wir jetzt einfach bloß nach oben rein, markieren den Text, der weg soll und schreiben dafür einfach Gewinn hin und drücken auf Enter. So kann man natürlich viel schneller eine neue Spalte erstellen, ohne diese ganze Formatierung halt per Hand machen zu müssen. Anschließend müssen wir noch, das dürfen wir nicht vergessen, diese Zellen hier natürlich wieder entsprechend formatieren, dass es also Zellen sind mit einer Währung drin. Dazu wieder die Zellen markieren, mit Linksklick gedrückt halten, bis nach rechts unten ziehen, einen Rechtsklick machen und entsprechend auf Zellen formatieren gehen. Hier ist es. Wir nehmen eine Währung, Euro ist sofort wieder eingestellt und klicken auf OK. Jetzt brauchen wir noch ein paar Verkaufspreise. Und zwar ist das für Äpfel, sagen wir einfach mal, 2 Euro. Du siehst, wenn du jetzt hier auf Enter drückst, trägt er automatisch das Eurozeichen ein und die beiden Nullen hinter der 2. Für Bananen nehmen wir 1,90 Euro. Jetzt habe ich hier gerade natürlich kein Komma gesetzt, deswegen sieht das jetzt alles etwas seltsam aus. Nochmal löschen und auf 1,90 € gehen. 1,90. Für Birnen ist es 1,80 €. Für Kirschen nehmen wir 2,90 €. Für Mandarinen haben wir 3 Euro. Für Weintrauben 5 Euro oder 5,20 €. Und für Erdbeeren nehmen wir einfach 6,20 €. Du kannst hier natürlich an der Stelle einfach deine ganz eigenen Preise eintragen. Sinn würde es natürlich machen, wenn der Verkaufspreis über dem Einkaufspreis liegt. Ganz klar. Als nächstes möchte ich dir jetzt zeigen, wie man Formeln in Excel verwendet. Formeln sind nämlich eine ganz tolle Sache. Sie fungieren sozusagen als automatisierter Taschenrechner. Dazu gehen wir einfach mal in die erste Spalte, in die erste Zelle von der Spalte Gewinn. Jetzt machen wir Folgendes. Du hast hier oben diese Zeile, vielleicht hast du schon gesehen, da wird immer der aktuelle Inhalt der Zelle noch einmal angezeigt. In diesem Fall hier steht jetzt noch nichts drin. Wir eröffnen jetzt das Ganze mit einem Ist-Gleich-Zeichen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen einen Linksklick auf den Verkaufspreis der Äpfel, geben dann den Rechenoperator ein, also in unserem Falle wäre das ein Minus, dem Einkaufspreis, drücken dann auf Enter und er rechnet uns automatisch den Gewinn für dieses Produkt aus. Und zwar natürlich den Gewinn pro verkaufte Mengeneinheit. Das gleiche können wir jetzt mit dem darunter noch machen, aber da der Mensch natürlich an sich schon ein faules Tier ist und wir uns natürlich auch Arbeit sparen wollen, ganz klar, es soll ja auch alles ein bisschen schneller gehen, können wir wieder diese Autovervollständigen-Funktion von Excel benutzen. Und zwar indem wir in diese Zelle wieder reinklicken und hier rechts unten haben wir wieder dieses kleine Viereck, das klicken wir mit einem Linksklick an. Man sieht, der Cursor verändert sich auch zu einem Kreuz und
ziehen dann die ganze Sache nach unten und errechnet uns entsprechend für jedes Produkt den richtigen Gewinn aus. Wenn wir jetzt hier reinklicken, zum Beispiel in diese Zelle, Moment, wir nehmen mal die mit den 20 Cent hier, da sehen wir schon mit Doppelklick D4 minus C4, das heißt, wir gucken mal, D4 wäre hier das blau markierte und C4 ist an dieser Stelle, also das blau markierte minus das grün markierte, also Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Wir klicken raus und entsprechend errechnet uns 20 Cent auf. Viel interessanter wird die ganze Sache natürlich, wenn man das für sehr große Tabellen macht, weil das natürlich extrem viel Zeit spart bei der Berechnung der einzelnen Produkte. Wobei, man sollte hier vielleicht noch dazu sagen, die Anwendung ist natürlich nicht nur auf Obstpreise beschränkt, sondern einfach auf alles, was du dir vorstellen kannst, was du gerne berechnen würdest. Das kannst du von der Sache auch mit Excel berechnen. Eins ist mir jetzt allerdings noch aufgefallen, die Formatierung ist hier falsch. Ich glaube, da habe ich von einem kleinen Fehler gemacht. Soll aber kein Problem sein. Linksklick rein, nach unten ziehen, markieren und wir gehen wieder auf alle Rahmenlinien und danach nochmal markieren und wir wählen uns dann noch einmal die dicke Rahmenlinie aus. Entsprechend sieht jetzt alles wieder schick aus.